meine Milch ist schlecht. Hi guys. Oh, es ist so kalt. Ich habe mir endlich ein Stativ für mein Auto geholt. What do y'all think? Ich fahre nach Wiesbaden. Surprise. Ich war gerade bei meinem Freund und der hat Vorlesungen und ich kann nicht gut Zeit einfach mit nichts tun verbringen. Deswegen fahre ich jetzt nach Wiesbaden irgendwie in die Innenstadt, I guess. Weil ich am Wochenende so eine Veranstaltung habe, wo ich mich schick anziehen muss. Und ich weiß nicht, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wirklich mich nie schick mache eigentlich. Also so Kleider und so, ist überhaupt nicht meins. Ich hoffe, der Bildausschnitt ist gut, weil dieses Stativ ist irgendwie ein bisschen klein. Ich kann mein Bildschirm nicht umklappen. Darf man sowas in Deutschland? Ist es verboten, mit einer Kamera rumzufahren? I don't freaking know. Auf jeden Fall, wobei ich war. Ich habe diese Veranstaltung und ich brauche dafür ein Kleid. Ich muss da so ein bisschen schick. Alle waren irgendwie nicht zu ausgeschnitten, aber es soll halt ein Kleid sein, es soll trotzdem schick sein. Ja, deswegen fahre ich jetzt nach Wiesbaden und suche mir ein Kleid und guck mal, was ich da so finde. Ich mag Wiesbaden eigentlich. Also ich bin da nicht so oft, aber Darmstadt ist halt relativ klein. Deswegen ist es manchmal ganz nice, in einer bisschen größeren Stadt zu sein. Außerdem muss ich noch irgendwas zum Mittag essen. Ich glaube, ich hole mir da auch was. Und ich suche auch ein Outfit für meinen Geburtstag. Ich mache nämlich eine Motto-Party, eine Disney-Party. Und ich sage noch nicht, als was ich mich verkleide. Ich sage es nämlich noch niemandem. Aber ich suche noch ein Outfit dafür. Ich habe meine Mom schon beauftragt. Ich habe nämlich einen Top bei Subdued gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr alle Subdued kennt. Das ist so ein bisschen wie Brandy Melville aus Italien, I guess. Die hatten einen Top, was mega gut zu meinem Outfit gepasst hat. Und dann ich so, okay, ich bestelle sofort. Sonst ist es weg, ich will es haben. Und dann war ich so, habe so alles eingegeben und wollte es bestellen. Und dann stand da einfach, you won't believe it, 14 Euro Versandkosten. Auf jeden Fall habe ich es dann nicht bestellt, wie ihr vielleicht ahnen könnt. Und diesen Store gibt es nicht in meiner Nähe. Es gibt den, glaube ich, nur in Berlin, Düsseldorf, München oder sowas. Auf jeden Fall nicht in Frankfurt und schon gar nicht in Darmstadt. Deswegen habe ich meine Mom angerufen und habe gesagt, yo, kannst du mir das holen und mir zuschicken? Und sie so, ja, okay, mache ich. Und jetzt fährt sie für mich dahin, weil meine Eltern noch in Berlin leben. Ja. That's a story. Und genau, jetzt habe ich also einen Top, hoffentlich, wenn meine Mom es kriegt. Und suche aber noch alles andere. Mal sehen, was ich finde. Aber Priorität hat jetzt einfach dieses Kleid, was ich mir kaufen muss, weil das brauche ich früher. Ich dachte, ich vlog heute einfach ein bisschen mit. Heute muss ich auf jeden Fall noch was für die Uni machen. Ich bin irgendwie auch da ein bisschen lost, weil ich meine ganzen Termine irgendwie nicht richtig aufgeschrieben habe. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr nicht organisiert seid und dann einfach innere Panik bekommt, weil ihr Angst habt, dass ihr irgendwas verpasst abzugeben. Das habe ich gerade. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dazu relaten kann, aber ich muss mir einfach mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kaufe ich mir auch einen Planer heute in Wiesbaden. Ich fahre jetzt aber auf die Autobahn, Freunde, und ich will safe bleiben. Deswegen melde ich mich, wenn ich angekommen bin. Bye. Ich glaube, irgendwie bin ich falsch. Oder ich bin richtig, aber falsch. Wisst ihr, was ich meine? Aber nicht da, wo ich sonst immer bin. Aber ich glaube, das ist die Stadtmitte, wo ich bin. Ich bin richtig. Ich glaube, ich parke hier aber einfach, weil ich kann hier parken. Und kaufe mir ein Parkticket, was bestimmt richtig billig sein wird hier. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground. Thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. So did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose. I was so eager to learn some things. Erstmal Auto zuschließen. Es gibt so komische Leute. Wieso laufen in Großstädten immer so weirde Leute rum? Ich habe mir eine Pizza bei Ditch gekauft. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Pizza bei Ditch gekauft habe. Aber sie ist kalt. Ich glaube, ich weiß, wieso das Parken hier so teuer ist und wieso hier so viele komische Leute rumlaufen. Weil wir sind einfach direkt neben dem Hauptbahnhof. Und überall am Hauptbahnhof sind immer komische Leute. Und hier ist so ein Dude, der läuft die ganze Zeit einfach hin und her und ich will eigentlich weg. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Hier ist so ein Park. Wer stellt sich einfach so an den Parkband und guckt auf die Straße? Vorhin, als ich geparkt habe, war auch so einer da, der einfach am Parkrand stand. Abgesehen davon war mein Shopping-Trip mega erfolgreich. Ich habe ein Kleid gefunden, ich habe einen Kalender gefunden, ich habe mir sogar einen fancy Stift dafür geholt. Und ich habe mir ein Buch geholt. Oh, ich glaube, ich muss hier links. That's bad. Okay, ich konzentriere mich jetzt aufs Fahren und melde mich zu Hause. Also ich habe meiner Mutter auch regelmäßig so AIDA-Hefte auf den Tisch gelegt. Also hier ein riesiges Einkaufszentrum vorstellen. Ich würde eigentlich auch schon Mod auf X hören. Oder zumindest ein Fitnessstudio. Weil
weil ich mittlerweile wirklich in meinem Alltag nur noch so potenzielle Serienkiller sehe. Ich kann es immer noch sehr empfehlen. Ich kann es nämlich auch nicht lassen, es zu hören. Ich habe es heute wieder gehört, als ich wieder zurückgefahren bin. Es war aber, glaube ich, die Kombination, dass ich angefangen habe, auch Dokumentarfilme über die Serienmörder zu gucken. Und das kann ich nicht empfehlen. Die sind zwar mega interessant, aber ich glaube, dadurch habe ich so irgendwie so eine Vorstellung von den Menschen bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat so gesehen, wie die wirklich aussehen und es war so auf einmal so krass real. Und seitdem probiere ich ein bisschen weniger damit zu tun zu haben. Ich gucke es nämlich wirklich viel zu viel. Es ist einfach viel zu interessant, deswegen. Ich empfehle euch immer noch Mord of X, aber einfach aufpassen, weil mich zumindest sehr beeinflusst hat. Anyways, ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich gekauft habe. Und einen kleinen Horn machen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand juckt, aber ich zeige euch kurz, was ich gekauft habe. Also als erstes war ich bei Sustain Green oder so. Ich kann das Dream Greens, Grants, I don't freaking know. Aber die gibt es mittlerweile irgendwie überall gefühlt und die haben mega süße Sachen, mega komische Preise, aber es ist sehr billig. Also die haben immer so 4,53 € oder sowas. Also wisst ihr, was ich meine? Aber es ist immer mega der gute Preis, deswegen bin ich da hingegangen für meinen Kalender. Und ich habe tatsächlich einen gefunden. Und zwar habe ich einmal so einen mega süßen Weekly Planner gefunden. Da kann man hier ankreuzen, welcher Monat ist. Und dann kann man hier halt immer so eine Übersicht machen über die Woche, was mega cool ist. Ich weiß nicht, ich mag es einfach, eine Übersicht zu haben über meine Termine und meine Sachen, die ich tun muss. Und digital geht es zwar auch mega gut, aber ich habe es irgendwie lieber auf Papier. Und passend dazu habe ich mir so einen Jahreskalender für fucking 2022. Ich muss legit immer noch manchmal überlegen. Ich frage manchmal meine Freunde, welches Jahr es ist, weil es für mich immer noch 2020 ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin irgendwie dahin geblieben. Und es ist sehr komisch, dass jetzt einfach bald schon 2022 ist. Sieht mega süß aus. Der Monat ist immer so in Gold geschrieben und ich habe ja auch so ein bisschen Gold in meinem Zimmer. Und dann sind da immer so Blumenmuster. Passend dafür habe ich mir dann auch bei Rossmann einen viel zu überteuerten Stift gekauft. Aber ich glaube, es lohnt sich. Oder ich hoffe, es lohnt sich. Dann habe ich mir ein Buch gekauft. Surprise. Ich habe letztens ein Video von Hayley Pham gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Auf jeden Fall liest sie irgendwie in letzter Zeit sehr viel. Ich mag ihre Videos einfach generell. Und letztens habe ich ein Video von ihr gesehen, wo sie 10 Bücher vorgestellt hat oder so, die sie im Oktober gelesen hat. Die letzten 10 Bücher, die ich gelesen habe, habe ich innerhalb von den letzten 10 Jahren gelesen vielleicht. Was irgendwie ein bisschen traurig ist. Auf jeden Fall hat sie diese Bücher vorgestellt und ich wollte mir eigentlich ein anderes Buch kaufen. Ich bin wirklich so eine Bitch für Romanzen, auch so Schnulzenfilme kann ich mir wirklich jeden Abend reinziehen eigentlich. Ich dachte, um mal wieder ins Lesen reinzukommen, kaufe ich mir ein Romanzenbuch. Das Buch heißt Begin Again. I don't know, ich wollte mal wieder ein bisschen lesen und ich dachte, es ist gut einzusteigen mit irgendwas, was mir wirklich Spaß macht. Deswegen habe ich mir so eins gekauft und das hat sich ganz gut angehört. Und das Buch, was ich mir eigentlich kaufen wollte, gab es einfach nicht. Und jetzt das, was mir eigentlich am allerwichtigsten war. Ich war bei Zara und habe mir ein Kleid gekauft. Ich kaufe mir wirklich nie Kleider, habe ich erzählt. Das ist das Kleid. Sieht jetzt sehr, sehr breit aus. Aber ich finde es voll schön, es hat so aufgepuffte Arme. Und es ist halt sonst voll eng. Es sieht voll schick aus, aber es ist irgendwie nicht zu ausgeschnitten. Ich will mir noch so nice Boots holen. Ich glaube, das sieht ganz nice dazu aus. Und die Boots könnte ich auch für mein Geburtstagsoutfit nehmen. Dafür habe ich leider nichts gefunden. Ich habe sogar nach Schuhen geguckt, aber ich habe keine gefunden. Aber ja. Das war alles, was ich gekauft habe. Ich glaube, ich mache jetzt noch was für die Uni. Und dann kochen wir, glaube ich, auch schon. Es ist nämlich schon 18 Uhr. Und es ist einfach dunkel. Aber gut, ich mache jetzt erstmal was für die Uni, Freunde der Sonne. Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen, die ich fertig machen muss. Und ich wollte mir einen Überblick machen. Vielleicht hülle ich meinen Planner mal aus. Da habe ich voll Lust drauf. Lieblingssalat. Ingredients you need. Olivenöl. Eine Zitrone oder eine halbe, wenn ihr alleine seid. Eine Gurke und eigentlich eine Stange Lauch, aber es gab irgendwie kein Lauch bei mir, deswegen habe ich jetzt Schalotten genommen, aber eigentlich Lauch. Dann nehmt ihr eine halbe Zitrone. Olivenöl. Aber nur ein bisschen. Eine Prise Salz. Dann schäle ich die Gurke. Und dann mache ich alles in mein Dressing. Und et voilà. Der beste Salat auf dieser Erde ist einfach fertig. Sieht so unappetitlich. Fertig. Der sieht unappetitlich aus. Also für mich sieht es aus wie 5-Sterne-Kochessen. Den Salat hat mir Sophie gezeigt. Ich rede jetzt einfach jedes Video mindestens einmal über Sophie. Den Salat hat mir Sophie gezeigt und seitdem esse ich den bestimmt 5-mal die Woche. Mindestens. What's poppin', Freunde? Es geht. Ich habe endlich neue Milch gekauft. Ich habe gleich noch ein Zoom-Meeting und danach fahre ich nach Hause. Hi,
Friends. Meine Allergie ist so schlimm heute irgendwie. Aber ich habe heute sehr viel zu tun. Ich habe ja gestern meine To-Do-Liste geschrieben und Dienstag ist irgendwie sehr voll. Und das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist mein Zoom-Termin wahrgenommen. Und ich habe einen Termin zum Nägelmachen gemacht. Ich muss nämlich um 2 ich mit Sophie Nägel machen und das ist einfach eine Stunde. Ich bin jetzt auch am Überlegen, was ich zuerst machen will. Ich muss noch ein Exposé für unser Projekt machen. Und ich glaube, ich mache das zuerst, weil das ist irgendwie am dringendsten. Heute ist Gott sei Dank mega schönes Wetter. Es scheint die Sonne, es ist so schön. Also ich mache mein Exposé jetzt, glaube ich. Hoffentlich kriege ich das fertig. Dann gehe ich dann Sophie meine Nägel machen und ich muss auch noch in die Apotheke. Ich hole mir jetzt endlich mal Allergietabletten. Ich höre seit heute Morgen Weihnachtsmusik. Irgendwie Anfang November ist gleich almost Christmas für mich. Und es macht irgendwie so gute Laune, einfach nice Weihnachtsmusik zu hören. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir jetzt nicht meine actual Weihnachtszeit ruiniere, weil wenn ich jetzt zu viel Weihnachtsmusik höre, dann habe ich später keine Lust mehr auf Weihnachtsmusik. Jingle them bells and frolic. Oh by gosh, some Stolly. Eggnog, gin. Hi Friends, ich bin wieder back mit neuen Nägeln. Ich wollte jetzt das Buch ein bisschen lesen, was ich mir gestern gekauft habe. Ich bin so fertig irgendwie. Ich habe in einer halben Stunde noch ein Zoom-Meeting, was ich so vergessen habe. Und ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen von meinem Google-Kalender. Naja, auf jeden Fall sind meine Nägel süß geworden. Sind ein bisschen kürzer geworden, als ich sie wollte, aber ist auch nicht so schlimm. Ich war auch noch in der Apotheke und habe alles bekommen. Aber jetzt lese ich ein bisschen. Ich habe die ersten 2 Seiten schon gelesen. Und das ist, glaube ich, genau das Buch, was ich gerade brauche. Und irgendwie in manchen Büchern ist immer so eine Playlist dabei, die die Autoren gehört haben, als sie das Buch geschrieben haben. Und ich habe gerade die Playlist auf Spotify gefunden, deswegen ich mache sie mir jetzt mit an. Vielleicht lasse ich es auch mit der Playlist. Das war's mit dem Video, Friends. Ich habe mal wieder kein Outro gedreht, aber ich habe das Video jetzt zu Ende geschnitten und dachte, ich sag nochmal tschüss. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert mich gerne und folgt mir auf Instagram. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bye.